Spotfight. Wir leben Wrestling. Laut Dave Meltzer hat sich Corey Graves durch seine Saudi-Arabien-kritischen Tweets Backstage-Heat eingefangen. Gerade weil so viel Geld auf dem Spiel steht, wünscht sich die WWE, dass ihre Angestellten keine negativen Äußerungen abgeben. Man verstünde zwar seine Meinung, doch er sollte sie künftig eher privat halten. Manche erwähnten auch, dass Graves leichter zu ersetzen sei, als er offensichtlich denkt. Vor einiger Zeit berichteten wir, dass es Gespräche zwischen Neville und WWE gäbe, allerdings gibt es ein Update diesbezüglich. Laut einigen Berichten lebe Neville nicht mehr in den USA, habe aber versucht, seinen Umzug vor der WWE geheim zu halten. Gerüchten zufolge lebt der ehemalige Cruiserweight Champion aktuell wieder in seiner Heimat England. Eine baldige Rückkehr von Neville wird immer unwahrscheinlicher. TMZ.com berichtet, dass Hulk Hogan und die WWE offenbar kurz vor einem neuen Deal stehen. Von der saudischen Königsfamilie wurde explizit nach Hogan gefragt, zudem sprach der Hulkster vor einer Gruppe Kinder über seine rassistischen Kommentare und dass diese diesen Fehler keinesfalls wiederholen dürfen. Die WWE honorierte Hogans Bemühungen, stellte jedoch klar, dass man Hogan zurzeit nicht unter Vertrag hätte. Nia Jax sprach in einem Interview mit popculture.com über ihre Auszeit, die sie im letzten Jahr genommen hatte. Sie widersprach den Gerüchten, dass sie mit ihrer Rolle unzufrieden gewesen wäre. Sie nahm lediglich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit. All dies geschah im Einklang mit der WWE. In einem Interview mit WrestleZone.com berichtet Samoa Joe, dass die meisten Wrestler erst am Tag des Superstar Shake-Ups selbst Bescheid bekommen, ob sie das Roster wechseln oder nicht. Das wäre mit einer Menge Stress und Umbuchen von Flügen verbunden, so Samoa Joe. Die Merchandise-Verkaufszahlen von New Day sinken aktuell. Bisher wurde das Trio hauptsächlich wegen der guten Fanartikelverkäufe prominent in den TV-Shows präsentiert und zusammengehalten. Gerüchten zufolge könnte dies einen baldigen Split von Kofi Kingston, Big E und Xavier Woods bedeuten. Möglicherweise wird eine große New Day-Fehde im Sommer bei SmackDown inszeniert.